Schmarrn reden kann er gell. Schminken stellt sich noch raus. Ein bisschen den Kinn, das Kinnilini. Nehmen wir das ah! Mal. Nee, jetzt sag mal ehrlich, wie ist es? Oh! Ich krieg's voll gut hin. Definitiv falsche Entscheidung, der Stift. Das ist schlimmer als vorher. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wir sitzen, heute haben wir uns echt was Besonderes ausgedacht. Ja, wir sitzen mal wieder hier vor der Kamera und zwar machen wir nämlich heute eine Challenge. Ich glaube, es wird ziemlich lustig. Bin echt gespannt, weil Lukas soll mich nämlich heute schminken und Lukas hat echt keine Ahnung vom Schminken. Ich habe schon hunderte Frauen geschminkt, jeden Tag. Klar. Überall. Ich habe ja auch schon mal eine Ausbildung dazu gemacht, gell? Make-up-Artist. Eben nicht und deswegen wird es heute spannend. Ich habe auf dem Tisch ein bisschen was vorbereitet, habe mir ein ganzes Make-up rausgekramt und eigentlich wollten wir es auch so machen, dass wir danach, also dass ich danach irgendwo hingehe. Es ist nur jetzt leider schon 19.20 Uhr und es hat einfach zeitlich für uns. Wir brauchen noch Kartoffeln. Nein. Also es hat einfach zeitlich für uns, war es einfach besser, das Video jetzt am Abend zu drehen. Emilio schläft nämlich schon. Und dann können wir es einfach entspannter machen, deswegen machen wir es jetzt und ich gehe halt dann nicht mehr raus. Aber ich glaube, es ist eh schon schlimm genug, dass ich mich so im Internet preisgebe wahrscheinlich. Also genau, deswegen passt es, denke ich, schon so. Also so ist jetzt übrigens mein normaler Alltagslook ungefähr. Das habe ich jetzt schon den ganzen Tag getragen, das Make-up. Ja, und ich glaube, der erste Step ist jetzt erstmal, dass ich mich abschminken gehe. Und dann werde ich wieder geschminkt. Und genau, das mache ich jetzt erstmal. So, ich bin abgeschminkt. Jetzt fangen wir an. Okay, als erstes mache ich mir mal meine Haare weg, weil sonst geht da gar nichts. Okidoki. Ja, mit was willst du anfangen? Am besten mit einem Primer. Sowas habe ich nicht. Aber krass, dass er das weiß. Also ja, sowas könnte man unter die Haut auftragen. Ich trage eigentlich immer nur eine Tagescreme auf. Habe ich aber jetzt gelassen, ach, weil ich... kommt auch dazwischen. Ja, halt einfach eine Pflege für die Haut. Aber wir haben es jetzt weggelassen, weil ich mich ja dann eh wieder abschminken muss. Ja, dann fangen wir mit dem auch. Okay, was ist das? Foundation. Okay, also dann starte mal. Ich sag übrigens gar nichts. So, hier haben wir Foundation. Mega fresh. Das nimmt man her, um den grobsten, um das grobste Zeug zu tun. Was machst du denn? Ja, ich fühle mich gerade, ich muss schon schauen, wie wir, achso, so sagt man das auch, okay. Und am besten ist es, wenn man von innen anfängt, gell? Also von innen nach außen lässt man sich das hier. Oh mein Gott. Ich spüre schon, das ist voll vieles. Genau, und oben, das ist ein bisschen den Kinn, das Kinnilini. So. So, und dann ist es wichtig. Aber einen Schwamm hast du nicht, oder was? Nein. Einen Schwamm hast du nicht. Ich sag nichts. Aber er hat jetzt beinahe einen falschen Pinsel genommen. Ja, aber normalerweise nimmt man da ja einen Schwamm her. Genau, ich auf jeden Fall. Einen Pinsel. So, dann deckt man das so aus, aber immer so von außen, von innen nach außen. Boah, ist das schick. Ja, genau. Ein bisschen abdecken. Ja, deine Lippe putze ich am Ende dann nochmal ab. So. Dann musst du die Augen, glaube ich, zumachen, weil der Pinsel ist echt fett. Mal schauen, dass das auch am Hals schön ausschaut. Okay. So, der Übergang muss passen. Ja, warte mal, du hast dein Haar. Sehr gut machst du das. Ja, ich glaube, es war ein bisschen zu früh, aber. Das glaube ich auch. So wie sie es angefühlt hat. So, also ich finde, es schaut echt ganz schick aus. Also, bist du fertig mit dem Foundation? Wollte ich nämlich gerade sagen, du hast einen Backen einfach fast gar nicht. Ja. Aber ist alles gut. Ich sage, es ist voll schwer, nichts zu sagen. Wir machen noch einen kleinen Mini-Tropfen von diesem coolen Liquid. Übrigens mit Miris Mom Code bekommt ihr 5% auf Catrice. Schmarrn reden kann er, gell? Schminken stellt sich noch raus. Okay. So, um das bisschen aufzupeppen, machen wir weiter mit einem Puder und es muss ungefähr in deiner Hautfarbe sein. Powder, darker skin, das ist eher für die Glitzer oder für die Backen, auch für die Backen.
Das ist wahrscheinlich das Richtige. Das ist für die Backen. Sag ich doch. Das sind Nudes. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das hernehmen soll oder ob ich das hernehmen soll. Aber da das so unbenutzt ausschaut, denke ich eher, dass das hergenommen wird. Ich brauche mehr Schlaf. Ich brauche mehr Schlaf. Ich nehme mal den kurz ab. Es ist so schwierig, er ruiniert mein Make-up. Also nicht Hier. nur mein Gesicht, sondern meine Produkte. Warum aus Alles Minecraft? gut, alles gut. Catrice, Bruder. Next Station. Oh. Hey, nicht lachen, keine Falten machen. Okay. Aber nicht so machen. Ich weiß schon, wie du das immer machst. Weil ich muss nämlich immer mindestens 30 Minuten warten, Ja, klar. bis die Mine fertig ist. Also, ich brauche für mein Alltags-Make-up maximal 10 Minuten, würde ich Ja, aber wenn wir einfügen. irgendwo hinfahren und meistens am Wochenende, dann machst du nicht dein Alltags-Make-up. Boah, das schaut gut aus. Das schaut aus, als ist voll braun. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Gut aus. Schick, schick. Oh, ich kann es voll gut. Oha. Geil, oh. Ja, warte, ich habe hier noch so ein paar Dinger. Ah, da ist was eingetrocknet, glaube ich. Nee, also. Weißt du, du darfst da auch nicht so hart zu mir sein, weil das ist halt tatsächlich das erste Mal, wo ich das so mache. Alles gut. Okay. Wie sehe ich So. bisher aus? Ich kann dir jetzt sagen, was falsch war oder was richtig war. Also, Aber ich bin wie noch heißt nicht das fertig. Produkt? Puder, hast du Nee, gemeint? Powder. Das ist eigentlich ein Heißt. Bronzer. Und Achso, das ist für die Backen, damit die dunkler man benutzt werden. es hierfür, um zu konturieren. Ach so. Du hast jetzt einfach mein komplettes Gesicht gemacht und wahrscheinlich schaue ich jetzt übelst braun aus. Ja, ist doch schick. Was war dann das da? Das wäre das Richtige gewesen. Das weißt du nicht. Ja, aber das kommt ja dann nicht mehr dran, weil eigentlich soll ja das Puder auf das ganze Das sehen wir am Foundation-Zeug. Ende. Eigentlich dachte ich ja auch, du benutzt alles. Ich habe es extra so Nein, ich hingetan, dass benutze doch du nicht alles alles. benutzt. Dann Außer bei lieber. einer Sache hast du eine Auswahl. Aber ansonsten dachte ich, du benutzt alles. Aber es hat sich. Nee, das wäre too much. Ja, egal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt Bescheid und wir machen weiter. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich erst so die Backenkontur ein bisschen mache. Mit was denn? Mit den Nudes. Eyeshadow. Also machst du eine dunklere Backenkontur, eine hellere Backenkontur als mein Puder allgemein ist. Nee, mit dem da. Was hast du übrigens gerade gelesen? Eyeshadow. Ja, das ist halt für die Augen halt dann. Dann ist es ja. Ja, entscheide dich für ein nächstes Produkt, bitte. Wir wollen ja nicht Ich morgen mache jetzt noch kurz mal umsetzen. Pause. Ich mache jetzt mal kurz Pause mit dem Gesicht und mache jetzt einfach mit den Augen weiter. Mit diesen Wimperlinos. Willst du einfach so Wimperntusche drauf tun? Nein, natürlich nicht. Was ist das? Das schaut aus wie ein Spielzeug von Saw 10. Sag, was ist das? Ja, das nennt man Wimpern in die richtige Position drücker. Nein. Wie heißt denn? Sag ich nicht. Egal, benutze es einfach. Oh Gott, ich habe Ja, Angst. da musst du mir vielleicht schon sagen, wie es geht oder nicht, dass da irgendwas falsch geht. Ja, Ja, wie siehst, ist es denn logisch? so. Nee, jetzt sag mal ehrlich, wie es. Jetzt komm, also, das ist doch immer logisch, bitte. Ja. Oh, ich darf nicht lachen. Warte, warte. Hat es gebracht? Warte, unten auch was. Nein. Machen wir Ich sag noch. eigentlich Ja, viel zu mach viel. einfach nochmal. Irgendwie war das. Ich finde das nicht logisch in der Position. Ich will was anderes haben. Ich habe gar nichts gespürt. Ja. Aber alles gut, vielleicht hat es ja was gebracht. Hat es was gebracht? Nein, irgendwie nicht. Ich glaube, das ist zu kurz. Kann man das Benutzt auch es so jeden machen? Tag. Warte, kann man das auch so machen? Stimmt. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt halt. Jetzt, ja genau, das haben wir da jetzt auch. Übung macht den Master. Ja, nice. Was ist das? Was ist das? Mascara.
Sehr gut. Dann mal los. Wofür benutzt man es? Für die Wimpern. Okay, cool. Dann los. Okay, das Oh ist geil. Gott. Ich habe meisten Respekt vor. Oh! Ich krieg's voll gut hin. Ich wollte Ey, nicht lachen. warum machst du das? Wir müssen seinen Blick gerade sehen. Er ist so konzentriert. Oh nein. Warte, 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 warte. Ich bin nur mit den Augen zu. Jetzt haben wir ein Problem. Oh nein! Jetzt haben wir alles vertan. Was genau, aber darf ich nichts sagen. Ich mache jetzt mit dem anderen Auge weiter. Okay, das darf ich nicht im Auge probieren. Macht man das unten auch? Ich glaube schon. Das ist ja nicht nur oben, oder? Dann der zweite Tausch. Bis jetzt halt schaut es eigentlich. Aber wie kann man das wieder wegwischen, wenn das noch verwischt ist? Emilio Soll ich ihm Spucktücher. einen Tipp geben oder nicht? Emilio Spucktücher. Also ich mache es ja immer mit einem Wattestäbchen weg, wenn es getrocknet ist. Dann geht nicht das ganze Make-up wieder weg. Hast du mich gehört? Er hat ein Wattestäbchen geholt. Schieder, das geht ja gar nicht weg. Hä, wo hast du denn überall gekleckert? Jetzt hat das jetzt ein blaues Auge, warum geht es nicht weg? Mach einfach weiter, vielleicht kannst du es dir schminken, was auch immer. Ich wollte aber keine Augendinger dahin malen, das schaut ja kacke aus. Machen wir nochmal so. Warum ist es nass? Ja, weil das ja ein Emilios Windel Lag sind. das an der Wickellage? Also, nur Ja, deswegen. nee, es liegt neben dem Wickeltisch aus. Vielleicht hatte das Emilio im Mund. Ja, schaut wieder gut aus. Alles gut. Ah, semi-gut. Aber wir kriegen es hin. Wir sind dabei. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt deinen Dings nochmal deine Augenbrauen. Oh, was ist das? Das ist, ich weiß den Namen leider nicht. Ganz Augenbrauenbürste. Büste. Ja, Bürste. Ja, nein. Doch, das zählt. So, wir haben hier diese coole Bürste. Nee. Okay, dann halt Also nicht. ja, das ist eine Bürste. Also irgendwie schaut es so heiß aus. Danke. Hä? Und das Okay. war's mit den Augenbrauen, Nein. oder wie? Dieser Stift ist nur für die Bürste da. Ich weiß, ich weiß. Irgendwo ist ja noch bestimmt irgend so ein Augenbrauen. Da. Ja. Nein, jetzt denk mal nach. Ach so. Oh mein Gott. Ein Game Changer. Oha, krass, da ist ein Stift drunter und das ist gleichzeitig eine Bürste. Was haben sich diese Designer da ausgedacht? Ja, So. aber ich habe für dich auch noch einen Spitzer bereitgestellt, weil das mussten wir, glaube ich, erst spitzen. Aber eine ganz spitze, oder? Jetzt haben wir hier einen Pen. coolen Pencil. Jetzt bin ich aber gespannt. Abstützen Du drückst ganz schön fest auf. aber irgendwie kommt da nichts raus. Weil du vielleicht so fest aufdrückst. Kannst du bitte nicht viel? Please! Jetzt hat er Versuch's. wieder neben gemalt, jetzt bitte. Ja, jetzt muss ich die Das andere ist eine hin. Lache. Das fühlt sich an, als würdest du mich gerade irgendwie tätowieren wollen. Definitiv falsche Entscheidung, der Stift. Schaut schlimmer aus als vorher. Einfach da auch eine Rundung rein. Irgendwie ist das verrottet. Ich Mein mache sie einfach ein Gott. bisschen dicker. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht sehen. Also gut, die Augenbrauen hätten wir uns sparen können. Also übrigens, normalerweise, wenn ich so mein Alltags-Make-up mache, also ich hätte natürlich normales Puder benutzen und so, aber dann wäre ich eigentlich jetzt so am Ende, beziehungsweise du benutzt ja nichts mehr so zum Abdecken, oder? Ich tut mir leid, aber ich denke, komm, kommt vor, als würde ich mit einer Eule reden. Mit den Augen Also, du benutzt nichts mehr. Jetzt hört er mal auf, ich will gerade einen Satz reden. Also, hier zeigt mir deinen Blick, ey. Ich sitze gerade hier gegenüber und er schaut mich so komisch an. Warum komisch? Ich muss einfach grinsen. Nee, du grinst nicht mal, er schaut so. Auf jeden Fall wollte ich jetzt, kann ich jetzt mal sagen eigentlich, ich glaube, dieses Video wird übrigens ewig lang dauern. Also, normalerweise benutze ich, du benutzt ja nichts mehr im Gesicht, oder? Das hier würdest du nicht, jetzt nicht mehr benutzen. Was ist das? Weiß ich nicht. Sag doch.
Doch, ich hätte es als Foundation genutzt oder hätte Als es nutzen können. Foundation. Aber jetzt hast du es ja nicht genutzt. Ja. Also, ich wollte sagen, normalerweise würde ich statt Foundation benutze ich oft nur Concealer und dann halt Puder und dann Augenbrauen und Wimpern. Und das war's eigentlich. Das ist so mein Alltags-Make-up. Und so schaut mein Alltags-Make-up jetzt bei Lukas aus. Wir gehen jetzt natürlich noch weiter, weil wir wollen es ja cool haben und spannend. Und deswegen hier, weiter geht's. Okay, ich würde, das habe ich ja schon benutzt, stimmt. Dann würde ich das für die Bäckchen nehmen. Okay, was ist das? Ein Glowtouch, Matsting, Nein. keine Ahnung, für die Backen halt, dass man da Ja. Konturen hat. Ja? Sag. Ja. Englisches oder deutsches Wort, ist mir egal, was du benutzt. Weißt du nicht? Mit M fängt's an. Nein. Ich sag's einfach. Rush oder Blush. Was? Rede ich da? Es ist ein Blush oder Rouge, Okay, so okay, wollte ich okay, okay, sagen. okay. Ich krieg das hin, okay. Rush oder Blush? Na, egal. Ja, wenn der Pinsel da. Ich kann die Pinsel ja Ja, dann nee, wieder sag mal, waschen. der Pinsel ist ja wurscht. Ist ja wurscht, wie ich es auftrage. Aber wahrscheinlich Ja, der hier. die sind alle frisch. Schaut aber nicht so frisch aus. Der schaut nicht frisch aus. Warum? Der hat einfach eine braune Farbe. Was hast du mit dem gemacht? Nichts. Es ist einfach so der Okay, Pinsel. auf jeden Fall hier nehme ich das Blush, heißt es übrigens nicht. Blush. Blush. Auf jeden Fall nehme ich das Blush vom P2. Weil das einfach perfekt zu mir, diese Lippenfarbe passt. Und das tragen wir einfach hier. Das ist schön einfach so ein bisschen auf, weißt du? Ja, damit es einfach so ein bisschen ausschaut, das hat die rote Bäckchen. Würde ich aber eigentlich gar nicht machen, gell? Ich mache das jetzt eigentlich bloß, weil du meinst, die soll alles hier verwenden. Aber irgendwie haftet das nicht. Ein bisschen mehr hinschmieren. Ja, das schaut ja gut aus. Ja, dann mal mehr. Die Farbe im Gesicht. So, genau. Wir gehen jetzt weiter Sag unter einfach die nichts. Augen. Und da haben wir diese coole Nude-Palette. Die gibt es übrigens auch von Nude. Warum hast du die nicht von Nude? Von was? Der Marke Nude. Und dann machen wir Silber. Unter die Augen. Unter die Augen. Warum denn? Eyeshadow. Das ist aber nicht dein Ernst. Wer läuft denn so rum? Jetzt denk mal nach. Also dann über die Augen. Juhu, die schaut ja gut aus. Ja, perfekt. Nice. So sehe ich jetzt aus. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Lippenstift. Das finde ich immer sehr schwierig, irgendwie diese Konturen nachzufahren. Doch nicht so schwierig. Was ist denn los? Sitzt mir jetzt auf der Druck. Macht doch gar nichts. Mann, warum ist es denn jetzt so? So sehe ich jetzt aus. Warte mal. Hast du noch was oder bist du fertig? Ich glaube, ich bin Das wäre fertig. das Puder, das du vorher hättest können. Ganz sicher? Ja. Okay. Dann mache ich jetzt mein Haar wieder auf, so. I'm ready for the evening. Wie sehe ich aus? Von einer Skala von 1 bis 10 schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie heute mein Make-up geworden ist. Also, Irgendwie bist du echt braun geworden. Also das schon, gell? habe ich ein bisschen verkackt. Aber eigentlich muss ich sagen, so die Haut an sich, das ist gar nicht so schlimm. Boah, sind wir perfekt fertig geworden? Emilio ist aufgewacht. Wir müssen kurz unterbrechen. Ich habe mich übrigens noch nicht gesehen. Ich werde mich danach dann im Spiegel anschauen. So, Emilio schläft wieder. Ich bin wieder da. Und ich wollte euch jetzt noch kurz zeigen, was er nicht benutzt hat von den Sachen, so wie ich eigentlich geplant hatte, dass er sie benutzt. Und aber als erstes schaue ich mich mal kurz im Spiegel an. Okay, der Moment der Wahrheit. Wie fühlst du dich? Okay. Krass. Was kommt? Ich hätte es sogar ein bisschen schlimmer erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist jetzt natürlich nicht schön, vor allem ein bisschen das eigentlich für Augen aus. Ja, die Augenbrauen ist ja schwierig zum Ja, aber ja, und ein bisschen wenig Wimperntusche, es ist fast keine Wimperntusche drauf. Und die Lippen, man hätte auch noch korrigieren können, gell? Aber ja, und ich bin echt ziemlich braun, aber so an sich krass. Hätte ich jetzt echt nicht, also hätte ich sogar ein bisschen schlimmer erwartet, muss ich sagen, ja. Also ich bin aber trotzdem sehr froh, dass jetzt schon nach 8 ist und alle Supermärkte zu haben und ich nicht mehr rausgehen kann.
kann. Ich glaube, dass es gar nicht so schlimm ausschauen würde, wenn man die Augenbrauen ein bisschen korrigiert und die Lippen. Ja, dann wird es gehen, tatsächlich. Und jetzt zeige ich euch noch das Make-up kurz. Okay, das hat Lukas alles benutzt und das hat er nicht benutzt. Er hat eben stattdessen, also statt dem Puder hier, hat er hier den Bronzer verwendet. Und das hier wäre eigentlich Highlighter gewesen und kein Puder übrigens, gell? Nur, dass du das weißt. Der hat komplett gefehlt. Dann hat er einfach nur Lippenstift aufgetragen. Ich hätte hier eigentlich noch einen Lip Liner gehabt. Dann Kajal hätte ich auch noch bereitgelegt gehabt, hat er auch nicht verwendet. Und dieses Augenbrauen-Fixing-Gel hier. Das habe ich mir schon überlegt, das Augenbrauen-Fixing-Ding. Das hast du Warum? früher immer hergenommen. Ja. Aber das geht doch nicht, wenn das dann angemalt ist, oder? Doch, du, das ist einfach, dass die Haare an der Stelle Verschmiert es bleiben. dann nicht alles? Nee, es ist an, dass die Haare an der Stelle bleiben, wo sie hin sollen. Aber ja, genau, das hat auch gefehlt. Und sonst Foundation hat er richtig aufgetragen. Lippenstift natürlich auch. Wimpernzange hat er auch benutzt. Wimperntusche, Eau Rouge, Augenbrauenstift, Lidschatten hätte er beinahe unterm Auge aufgetragen. Ja, genau. Und natürlich das Puder. Wir sind fertig. Rausgehen, wie gesagt, ist jetzt leider nicht mehr. Aber ich bin auch ganz froh drum, muss ich ehrlich sagen. Deswegen beenden wir jetzt an dieser Stelle das Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und unseren Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Wir würden uns wirklich sehr darüber freuen und ihr würdet uns wirklich sehr damit unterstützen. Folgt mir auf Insta, da heiße ich Miris Mom Life und auf TikTok, da heißen wir Lumilio. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und euch noch einen schönen Abend. Also bis dann. Ciao. Mir fällt gerade auf, dieses Make-up wird auch voll gut zu Halloween passen, oder? Auf jeden Fall. Hat er? Super Halloween-Kostüm. Joker. Oh Gott.